Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit einem neuen Spiel von Ravensburger und zwar heute die Vorstellung von Flotti Carotti. Flotti Carotti? Heißt das nicht Lotti Carotti? Nein, Leute, das ist ein neues Spiel. Ist relativ ähnlich wie Lotti Carotti, aber es ist Flotti Carotti, das hasenstarke Hüpfspiel. Ja, hier muss man anscheinend hüpfen und es ist diesmal ein elektronischer Hügel dabei und eine springende Karotte und die muss man fangen. Fangt mich, steht hier, ist von Ravensburger, wie gesagt, ist ab 4 Jahren geeignet, bis 8 Jahre, aber pff, darüber hinaus auf jeden Fall auch, denn das Spiel sieht echt witzig aus. So, wir sehen Flotti Carotti mit Einspieler-Variante. Hallihallo, habt ihr Lust mit mir zu spielen? Wer die meisten Karottenchips sammelt, gewinnt. Okay, interessant, interessant. Hüpft, hoppelt und tanzt zur Musik. Oh, Musik ist auch dabei, sehr gut. 1 bis 6 Spieler. Ich glaube, heute werden wir es noch nicht vor der Kamera spielen, nein, aber auf jeden Fall mal mit der Nina und eventuell noch mit der Kati. So, immer ein bisschen nach unten. Und dann machen wir mal hier die Verpackung auf. So, wow. So groß habe ich das gar nicht erwartet. Hier sehen wir eine Menge Karten. Wir sehen eine Erdbeere, Himbeere, Apfel. Okay. Ich glaube, die hier müssen alle raus, ja. Hier sehen wir die ganzen Karotten. Und wenn ich das richtig verstehe, kommt das hier alles raus. Ja. Zwiebel. Gibt es von allem nur eins? Sehen wir hier Brokkoli, eine Tomate. Ja. So. Dann haben wir das zum Beispiel mal. Also, das sind hier diese Memory-Dinger. Oder? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Nee, das sind alles hier verschiedene Teile. Okay, die Karotten sind natürlich gleich. Aber hier eine Kartoffel, wenn ich das richtig sehe. Dann hier eine Paprika, Pilze oder Champignons, eine Birne. Die können hier alle raus. Dann hier so ein Käfer, Schmetterling, Schnecke. Noch so ein Wurm oder so. Und dann hier wieder ein paar Karotten. Okay, also die kommen hier raus. Und hier, die werden, wenn ich es richtig sehe, auf dem Spielfeld verteilt. Wir schauen uns die Regeln gleich mal an, Leute. Also so sieht es dann aus. Das hier ist der Berg, glaube ich. Ja? Der läuft mit Batterien. Ich glaube, hier müssen noch Batterien rein. Ich glaube, das ist für den Einspielermodus. Hier sehen wir Flotti Carotti. Und da kann man auch irgendwie draufdrücken. Und dann sehen wir hier noch unsere Hasen. Sehr gut. Hasenstarke Hüpfspiel. Es wird gehüpft, gehoppelt. Okay, wie sehen dann die Spielregeln hier aus? Vorbereitung. Stellt den Hügel auf den Boden. Ne? Steckt Carotti die Möhre so weit in den Hügel, bis ihr ein leises Klickgeräusch hört. Okay, die Karottenchips legt ihr neben den Hügel bereit. Okay, ah, hier. Peter Pilz, Paula Paprika, Anton Apfel, Eva Erdbeere. Das ist ja cool. Kati Kartoffel, aber wird ohne H geschrieben. Der Salametterling, der Wulst, der Schnick. Rika und die Spinate. Sehr gut, die Schneck Rika. Bewegen. Carotti fordert euch zu hüpfen, auf einem Bein zu hüpfen, auf einem Vieren zu hoppeln oder zu einem Freunde suchen. Sobald die Musik stoppt, nennt Carotti einen seiner Freunde, den ihr finden sollt. Ah, okay, ihr lauft jetzt alle los und deckt eine Bodentafel nach der anderen auf. Ah, okay, man muss die dann, dürfen alle außer dem Führer, der den Freund gefunden hat, versuchen. Ah, danach springt auch Carotti hoch. Ah, interessant, 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 interessant. Gut, dann bauen wir das doch mal kurz zusammen und hören uns an, was, ja, hier, Carotti zu sagen hat. Aber wir brauchen auch noch Batterien. Ich baue das gerade jetzt mal kurz zusammen, Leute. Okay, Leute, Batterien sind jetzt drin. Das Spiel ist jetzt aufgebaut. Die Karten sind hier verdeckt. Wir haben ein paar Karottenchips. Ob man die sammeln muss oder hier drin sind, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das konnte ich jetzt in der Bedienungsanleitung noch nicht so genau herausfinden. Werden wir dann bei der Demo auch nochmal sehen. So, diese Hasen, die kommen in den Hügel rein. Und die kommen auch hier rein, damit sie ja nicht runterfallen. Seht ihr? Fallen nicht runter. Und die Karotte, Flotti Carotti, kommt hier rein. Es macht kurz Klick. So, und jetzt machen wir mal den Mehrspielermodus. Zwar kann man auch Einspielermodus, aber wir können jetzt hier sowieso nicht rumhüpfen. Hallihallo! Habt ihr Lust, mit mir zu spielen? Bewegt euch zur Musik. Dann sage ich einen meiner Obst- oder Gemüsefreunde an, den ihr suchen sollt. Wer ihn findet, drückt meinen Knopf und erhält einen Karottenchip. Vielleicht hüpfe ich danach vor Freude in die Luft. Alle, außer dem, der meinen Freund gefunden hat, versuchen mich zu fangen. Wie das gelingt, bekommt eine Karottenchip. Ah, okay. Wer die meisten Karottenchips sammelt, gewinnt. Drückt meinen Knopf, um das Spiel zu starten.
alle Hasen tanzen. Yeah, yeah, yeah. Coole Musik. Dazu kann man wirklich gut abtanzen, das werden wir auch. So sucht meinen Freund Peter Pilz. Peter Pilz. Wer den Pilz findet, drückt meinen Knopf. Ah! Wo bist du, Peter Pilz? Natürlich. Wer den Pilz findet, drückt meinen Knopf. Ist das Peter Pilz? Ich weiß es nicht. Wer den Pilz findet, drückt meinen Knopf. Ich meine, das ist Peter Pilz. So. Hasenstark! Lege einen Karottenchip in dein Fach. Okay, dann hätte. Ah, okay. Achtung! Gleich hüpfe ich vor Freude in die Luft! Ja? Und. Ah! Hat mich jemand gefangen? Dann lege einen Karottenchip in dein Fach. Also alle außer mir dürften jetzt dieses Ding hier fangen. Okay. Drückt meinen Knopf, um weiter zu spielen. Okay. Machen wir mal noch eine Runde. Auf einem Bein hüpfen. Also ich stelle mir das sehr, sehr lustig vor. Sucht meine Freundin Hanna Himbeere. Hanna Himbeere, ich hab dich doch irgendwo hier. Wer die Himbeere findet, drückt hasenstark. Lege einen Karottenchip in dein Fach. So, dann dürfte zum Beispiel der Spiel. Oh oh. Gleich hüpfe ich vor Freude in die Luft. Schon wieder? Und. Da! Hat mich jemand gefangen? Dann lege einen Karottenchip in dein Fach. Steckt alles zurück klar. In den Hügel und legt meinen Freund. Sehr cool, Leute. Was sagt ihr zu Flotti Karotti? Mir gefällt es wirklich sehr. Freut euch schon auf die Demo. Also ich auf jeden Fall. Da tanzen wir mal ein bisschen wild ab. Alle Hasen hoppeln so. Auf allen Vieren. Hoppeldi hopp. Auf allen Vieren? Naja, gut. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Leute, gar kein Problem. Aber lasst noch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ich tanze hier noch ein bisschen. Ciao, Flotti.